Ferienstart in Rheinland-Pfalz. Viele Menschen fahren ab heute in den Urlaub mit dem Auto, mit dem Flugzeug, mit der Bahn. Wie passend, dass heute der Bundesverkehrsminister bei uns zu Gast ist und der FDP-Landesvorsitzende Volker Wissing. Willkommen. Dankeschön. Herr Wissing, welche Pläne haben Sie für den Urlaub und mit welchem Fahrzeug sind Sie unterwegs? Wir verbringen traditionell 2 Wochen in Südfrankreich und nachdem ich ja quasi schon an der französischen Grenze wohne, fahren wir mit dem Auto los. Das brauchen wir auch vor Ort. Wir sind dort auf dem Land und da geht ohne Auto nichts. Das heißt, mit dem Auto in die Provence, nach Südfrankreich. Kritiker werfen Volker Wissing unabhängig von seiner aktuellen Urlaubsreiseplanung vor, der Autominister zu sein und viel zu wenig für den Klimaschutz zu tun. Protest auf dem Rollfeld. Klimaaktivisten und Aktivistinnen der sogenannten letzten Generation kleben sich vergangene Woche unter anderem in Hamburg fest, legen den Flugverkehr für Stunden lahm. Eine notwendige Aktion, sagen sie, Wissings Verkehrsministerium solle ein Sofortprogramm für den Klimaschutz vorlegen. Vor allem im Verkehrssektor werden gerade die Klimaschutzziele gebrochen und Volker Wissing weigert sich. Und das wollten wir auch mit diesem Protest ganz klar deutlich machen. Vor allem setzt die letzte Generation auf Straßenblockaden, zum Beispiel in Mainz. Beim bundesweiten Protesttag kleben sich Protestierende in 26 Städten auf die Straße, auch in Koblenz. Wer vor allem in der Kritik steht, ist offensichtlich. Und der Streit eskaliert weiter. Vergangene Woche fährt ein Lkw-Fahrer einen Klimaaktivisten in Stralsund an. Wo führt das noch hin? Herr Wissing, wenn man diese aufgeheizte Stimmung sieht, Demonstranten werden geschlagen, angefahren von Autofahrern und Sie sagen, das, was die letzte Generation hier betreibt, ist vollkommen inakzeptabel und muss mit allen Härten des Rechtsstaats verfolgt werden. Dann schlagen Sie sich doch auf eine Seite des Konflikts auf der Straße. Warum? Ich schlage mich auf die Seite des Rechtsstaats und des geltenden Rechts. Das, was hier betrieben wird, ist Kriminalität statt Klimaschutz. Es wäre viel sinnvoller, man würde gemeinsam sich überlegen, wie können wir die Gesellschaft noch weiter motivieren, sich klimafreundlich zu verhalten. Was können wir noch tun gemeinsam, um Klimaschutz nach vorne zu bringen? Über die inhaltlichen Dinge können wir gleich gerne sprechen. Aber Sie schlagen sich quasi ja nicht eindeutig auf die Seite des Rechtsstaats, wenn Sie nicht verurteilen, was die Autofahrer und die Lkw-Fahrer dort auf der Straße tun, oder? Ja, das ist selbstverständlich auch inakzeptabel. Das ist völlig klar. Ich habe aber bewertet, was die letzte Generation gemacht hat, indem sie quasi Straßen blockiert, sich festklebt, auf Flughäfen eindringt, Zäune durchschneidet, in Sicherheitsbereiche eindringt und Zehntausende von Bürgerinnen und Bürgern, die auf ihren Urlaub sich gefreut haben, quasi die Urlaubsfreude nimmt. Ich finde, das ist äußerst verwerflich und selbstverständlich ist es auch vollkommen inakzeptabel, anderen mit dem Auto oder mit dem Lkw anzufahren oder gewaltsam zu entfernen. Das ist Aufgabe der Polizei. Die Freien Wähler in Rheinland-Pfalz, die fordern Wiederholungstäter, also in diesem Fall Wiederholungstäter von der letzten Generation, schon mal vorsorglich verhaften zu lassen und die Präventivhaft, die in Rheinland-Pfalz 7 Tage dauert, auf 1 Monat sozusagen zu verlängern, nach bayerischem Vorbild. Würden Sie da mitgehen? Also zunächst einmal haben wir Möglichkeiten in unserem Strafgesetzbuch, diese Straftaten, die von den Menschen begangen werden, konsequent zu ahnden. Ich war erstaunt, dass man mit recht mildem Strafmaß da erst einmal reingegangen ist. Die Gerichte ziehen jetzt aber nach. Und ich bin immer ein Freund davon, nicht das Gesetz schnell anzupassen, sondern die Möglichkeiten des Gesetzes auszuschöpfen. Wie es zum Beispiel Herr Lindemann von der CDU fordert, quasi morgens direkt schon, also nach der Tat direkt schon Strafverfahren, schnell Verfahren und am gleichen Tag noch Freiheitsstrafe statt Bußgelder? Also man kann nicht in jedem Fall eine Freiheitsstrafe verhängen. Das muss das Gericht oder müssen die Richterinnen und Richter in ihrer Unabhängigkeit entscheiden. Aber das Strafmaß, das das Gesetz ermöglicht, geht weit über das hinaus, was bisher verhängt worden ist. Und das zeigt ja schon, dass die Gerichte Möglichkeiten haben, die über das jetzige hinausgehen, ohne dass man das Gesetz ändert. Deswegen finde ich es nicht logisch, dass man jetzt erstmal Gesetzesänderungen fordert. Dann lassen Sie uns auf die inhaltlichen Forderungen der letzten Generation eingehen. Die sagen ja, Ihr Ministerium habe noch kein Klimaschutz-Sofortprogramm vorgelegt. Damit haben Sie doch recht.
Nein, da haben Sie nicht recht. Und es erstaunt mich, dass Sie mir diese Frage stellen, weil jeder, auch der öffentliche Rundfunk, wissen kann, dass das Bundeskabinett am 21.06.2023 wir haben ein Klimaschutzprogramm vorgelegt. Das hat Herr Habeck gemacht als zuständiger Klimaschutzminister. Und dort befindet sich ein umfangreicher Teil betreffend das Verkehrsressort. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch kein Verständnis dafür, dass in den Medien immer wieder diese Behauptung perpetuiert wird, wir hätten kein Klimaschutzprogramm vorgelegt. Das ist ja alles öffentlich und einfach nachvollziehbar. Das heißt also, in dem neuen Klimaschutzgesetz geht es ja um die Verrechnung zwischen den Ressorts, aber dass Sie noch kein Klimaschutz-Sofortprogramm vorgelegt haben, dabei bleibt ja quasi die letzte Generation. Ja, aber Sie wiederholen es jetzt, sonst ist es immer noch nicht richtig. Denn das Bundeskabinett hat ein umfassendes Klimaschutzprogramm vorgelegt und dort ist auch der Verkehrsteil enthalten. Und das ist völlig klar, dass die Dinge, die wir vorgelegt haben im Rahmen des Klimaschutzprogramms der Bundesregierung am 21.06., dass die weit über das hinausgehen, was ein Sofortprogramm enthält. Das heißt, wenn man also mehr vorgelegt hat, dann kann man ja nicht sagen, man hat nichts vorgelegt. Ein Thema, das Volker Wissings Herzensprojekt ist, wie er selbst sagt und bei ihm für gute Laune sorgt, ist das Deutschlandticket. Es war der Verkaufshit im vergangenen Sommer, das 9-Euro-Ticket. Es sollte die Menschen von den hohen Energiepreisen entlasten und die Verkehrswende einläuten, weg von der Straße hin zur Schiene. Doch es wurde weniger von Pendlern auf dem Weg zur Arbeit genutzt, dafür mehr für Ausflugsreisen. Vor allem Senioren und Menschen mit geringem Einkommen ermöglichte es mehr Teilhabe. Im Mai folgte dann das Deutschlandticket, von der FDP auch Wissing-Ticket genannt. 49 Euro kostet es, Sozialverbände kritisieren es als zu teuer. Daher können unter anderem Bürgergeldempfänger in Hessen das Ticket ab August für 31 Euro kaufen. Andere Regionen in Deutschland planen ebenfalls Sparaktionen. Doch mit den Einzellösungen entstehe ein Flickenteppich. Pro Bahn warnt vor Chaos. Die Politik müsse grundlegende Regeln für das 49-Euro-Ticket finden, die bundesweit angewendet werden könnten. Doch die Frage, die sich stellt, wie lange wird es das Ticket, das Wissing sein Herzensprojekt 2023 nennt, überhaupt geben? Eine langfristige Finanzierungszusage des Bundes an der Übernahme der Mehrkosten gibt es bisher nicht. Aktuell ist die Finanzierung des Deutschland-Tickets ja gesichert, aber nicht langfristig. Wird das Ticket wahrscheinlich teurer? Das weiß ich nicht. Ich kann das heute nicht sagen. Ich habe diesen Vorschlag gemacht, um erst einmal etwas zu verändern. Denn die Ticketstruktur, die Tarifstruktur im ÖPNV war eine große Hürde. Das wurde von manchen bestritten. Aber wir konnten jetzt zeigen, dass wir innerhalb kurzer Zeit Millionen von Menschen begeistern können für ein Abo im ÖPNV. Und wir haben über oder knapp 1 Million neue Fahrgäste gewonnen innerhalb von 2 Monaten. Das ist sensationell. Die Perspektive ist natürlich trotzdem für die Fahrerinnen und Fahrer, Fahrgäste interessant. Rechnen Sie damit, dass es ab 2025 eher 59, 69 Euro kosten wird? Ich muss wirklich sagen, ich weiß es nicht. Wir haben, das wissen auch die Länder nicht. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen zunächst einmal jetzt eine Vereinbarung treffen für die Jahre 23 und 24. Dann werden wir 2025 das volle Jahr 2024 evaluieren. Und dann muss man schauen, was geht. Ich werbe dafür, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu Abonnenten des Deutschland-Tickets werden. Und jeder, der mit da einbezahlt, leistet einen Beitrag. Und ich finde, das Ticket ist auch hochattraktiv. Und die Zahlen sprechen ja für sich. Es gibt ja nichts Vergleichbares, was dem ÖPNV einen derartigen Schub verliehen hätte. Noch nie wurde so über ÖPNV gesprochen, wie durch das, was ich angestoßen habe. Aber hochattraktiv, sagen Sie. Dann lassen Sie uns auf die Qualität gucken. Die ÖPNV-zuständige Ministerin der Grünen hier im Land, Frau Eder, die sagt, damit das Angebot tatsächlich auch verbessert werden kann, und dazu gehört ja unter anderem auch die Qualität von Bus und Bahn, ist ebenfalls mehr Geld vom Bund nötig. Wird es das geben? Ja, der Bund hat ja nicht nur das Ticket angestoßen und übernimmt quasi die Hälfte der Kosten, sondern der Bund hat auch die Regionalisierungsmittel kräftig erhöht. Das heißt, die Länder bekommen mehr Geld. Jetzt ist Frau Eder am Zug, was damit zu machen. Die Regionalisierungsmittel im Land, also bekommen sozusagen die Bundesländer, aber das Land Rheinland-Pfalz zahlt nach wie vor einen sehr hohen Beitrag und steuert ihn in den ÖPNV hinein. Da liegt Rheinland-Pfalz im Bundesvergleich im Mittelfeld. Da muss nicht viel mehr nachgebessert werden. Doch, ich kann auch nur Rheinland-Pfalz ermutigen, nach Kräften hier auch was zu tun. Der ÖPNV muss ausgebaut werden. Und insofern ist das eine gute Sache, wenn auch die Länder sich ihrer Verantwortung stellen. Denn letztlich ist der ÖPNV Zuständigkeit der Länder.
Dann lassen Sie uns bei diesem kurzen Überblick zum Personenverkehr bleiben. Es gibt aber auch noch sehr viel zu tun in Sachen Güterverkehr. Der Rhein als Chance für den Güterverkehr der Zukunft. Die Industrie transportiert schon heute Waren über das Wasser im Mittelrheintal. Doch es gibt ein drängendes Problem, das Niedrigwasser. Rheinschiffer können zeitweise weniger Ladung durch das Nadelöhr bei der Lorelei transportieren. Eine Vertiefung der Fahrrinne forderte Wissing deswegen bereits als Landesverkehrsminister vom Bund. Jetzt ist er selbst Bundesverkehrsminister und sogar das grün geführte Bundesumweltministerium meint, die Engpassbeseitigung könne bereits jetzt zügig vorangetrieben werden. Doch die Planungen scheinen auf Grund gelaufen zu sein. Auch bei der Alternative Bahntransport läuft nicht alles rund. So hört es sich an, wenn Güterzüge durch das Tal donnern. Eine zermürbende Lärmbelastung für die Anwohner. Sie fordern Tempo 50 auf der Schiene. Bundesverkehrsminister Wissing lehnt das ab, aus wirtschaftlichen Gründen. Teuer wäre auch eine Alternativtrasse durch den Westerwald, die Bürger und Industrie fordern. Ein Milliardenprojekt. Dass es bei den Planungen nicht vorangeht, empfinden die Menschen im Mittelrheintal als Schlag ins Gesicht. Die Menschen im Mittelrheintal, die machen sich wirklich große Sorgen, dass die Alternativtrasse nicht kommt. Sie haben jetzt die Chance. Können Sie Ihnen die Sorgen hier im Interview nehmen? Ich kann Ihnen zusichern, dass ich alles tun werde, dass sie kommt. Wir arbeiten daran. Wir wollen, dass wir diese Entlastung hinbekommen. Das wird ein Riesenprojekt. Das Problem ist die Frage, wie kann man das wirtschaftlich darstellen? Und da sehe ich gute Perspektiven, wenn wir am Ball bleiben. Wir werden eine grundlegende Veränderung der Güterverkehre bekommen. Die Transformation, die wir derart erleben, wird den Güterstrukturwandel extrem befördern. Und dadurch sehe ich gute Perspektiven, dass wir in eine Wirtschaftlichkeit kommen. Mit der letzten Studie, die wir auf den Weg gebracht haben, haben wir ja neue Trassen untersucht, die alleine 2 Milliarden günstiger sind. Damit kommen wir der Sache näher. Aber dass sie kommt, das haben Sie auch schon letztes Jahr bei uns im Sommerinterview gesagt. Jetzt würden wir gerne wissen, wann sie kommt. Ja, wir werden noch in diesem Sommer Gespräche führen mit den Verantwortlichen vor Ort, mit den Bürgerinitiativen und suchen nach einer Lösung. Was werden Sie da sagen? Wir werden dort sagen, dass wir die bisherigen Ergebnisse der Untersuchungen vorstellen, werden die Hürden transparent machen, die wir noch haben. Wir sind ja am Ende verpflichtet, ein Nutzen-Kosten-Verhältnis darzustellen, das es uns ermöglicht, so etwas zu finanzieren. An diese rechtlichen Vorgaben bin ich gebunden, aber ich möchte nicht schnell entscheiden und dann am Ende keine Antwort haben, die die Menschen zufriedenstellt. Am Ende will ich bauen und dafür brauchen wir noch ein paar Hürden, die wir nehmen müssen. Okay, das heißt aber perspektivisch dauert das wahrscheinlich noch eine ganze Weile. Das heißt, die Menschen müssen jetzt im Prinzip die Sorge haben, solange es mit der Alternativtrasse noch nicht vorangeht. Könnte es da sein, dass das Mittelrheintal, die Strecke dort als Hochleistungskorridor ausgebaut wird? Also unser Ziel ist es, eine alternative Trassenführung zu finden. Diese Strecke ist dermaßen belastet, dass man hier nichts mehr zumuten kann. Das heißt, es kommt kein zusätzlicher Güterverkehr durch das Mittelrheintal? Das ist kaum vorstellbar. Die Verkehrsdichte ist dort so hoch, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie man das noch erhöht. Jedenfalls wollen wir das nicht. Wir wollen eine alternative Güterverkehrstrasse haben, damit die Menschen entlastet werden. Der Schienenlärm ist dort nicht akzeptabel. Wir haben bisher alles getan, was möglich ist, um Lärmschutzmaßnahmen voranzubringen. Das werden wir weiter tun. Aber wir werden auch nicht nachlassen, eine Alternativtrasse voranzutreiben. Ja, und mehr Lärmschutz ist wahrscheinlich auch gar nicht möglich im Mittelrheintal. Dann lassen Sie uns zum Thema Rheinvertiefung kommen. Vielleicht können Sie da etwas konkreter werden. Denn auch da sind Sie ja eindeutig ein Befürworter der Rheinvertiefung. Doch auch da wissen wir immer noch nicht, wann geht's los. Ja, ich habe hier eine Beschleunigungskommission eingesetzt, die sich gezielt mit der Frage beschäftigt, wie kann man dieses Projekt beschleunigen. Ich habe auch alle ermutigt, mitzuwirken. Auch der Wirtschaft gesagt, Vorschläge, die zur Beschleunigung gemacht werden, werden von mir umgesetzt. Ich hätte mir auch gewünscht, dass wir in das Genehmigungsbeschleunigungsgesetz die Rheinvertiefung aufnehmen. Das war mit den Koalitionspartnern nicht zu machen. Da gibt es aber ja nach der Sommerpause noch mal die Chance, dass das noch mal passiert im Planungsbeschleunigungsgesetz. Also ich würde sehr dazu ermuntern, die Grünen waren dazu bisher nicht bereit. Ich bin der Meinung, wir bräuchten das und kann nur motivieren, sich die Position da zu ändern. Denn Herr Wissing, wir haben im Bundesumweltministerium nachgefragt bei Frau Lemke von den Grünen, die sagt, von ihrer Seite gibt es überhaupt keine Einwände mehr und es gäbe auch von ihrer Seite sozusagen das Go, das in die Beschleunigung und in die höhere Prioritätsstufe einzusortieren. Das heißt, dann sind doch eigentlich alle Einwände ausgeräumt.
Gut, wenn das so ist, können wir das im Gesetzgebungsverfahren ja ändern. Dann wird sich zeigen, ob diese Zusage dann auch eingehalten wird. Von meiner Seite stand das in den Entwürfen immer drin und wurde am Ende rausgenommen aus dem Kabinettsentwurf, weil die Grünen es nicht wollten. Wenn die Grünen ihre Meinung dazu ändern, umso besser, kann ich nur begrüßen. Mir hat sie das so noch nicht gesagt, aber ich freue mich darauf. Dann danke ich Ihnen, Herr Wissing, für dieses Sommerinterview heute hier bei SWR Aktuell. Ich danke Ihnen.